Gustav Herzog für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer über die Breitbandversorgung diskutiert, gleich ob mobil oder per Kabel, wer über Digitalisierung diskutiert, ob jetzt hier im Hohen Haus oder draußen in der Gesellschaft, der ist immer in der Gefahr, eine Momentaufnahme zu machen und dann zu sagen, alles ganz schrecklich oder wir sind die Besten. Und dabei wird vergessen, dass diese ganze Entwicklung ja sehr unterschiedlich läuft. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir mit ISDN Weltmarktführer waren, ganz stolz darauf und kurze Zeit später durch DSL in anderen Ländern überholt worden sind. Deswegen, wer heute meint, der ist ganz hinten oder ganz vorne, kann übermorgen schon auf einem anderen Platz sein. Ja, es gibt diese Unzufriedenheit über die LTE-Versorgung, völlig zu Recht. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist erst mal festgezurrt bis zum 31.12.2019. Und damals sind keine Zwischenschritte eingezogen worden. Und das ist einer der Punkte, die wir auch im Ausschuss gegenüber der Bundesnetzagentur geäußert haben. Ist es denn möglich, bei dem nächsten, bei 5G, zu überlegen, lassen wir es denjenigen, die das ausbauen, zu, dass sie sozusagen am Tag vorher erst den Versorgungsauftrag erfüllen, oder schauen wir, dass Zwischenschritte erfüllt werden? Ich halte das für den besseren Weg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine schwierige Debatte, und nicht nur heute, sondern ich habe mal nachgeschaut, auch schon 2010, als Rainer Brüderle Wirtschaftsminister war, war es eine spannende Frage, inwieweit wir so drei Punkte unter einen Hut bringen. Der Anspruch auf 100% Versorgung, dann aber auch entsprechende Erlöse bei der Versteigerung, und dann sollen diejenigen, die die Netze betreiben, auch noch Geld haben zum Investieren. Diese drei Punkte vernünftig abzuwägen, wird die schwierige Aufgabe sein, weil wir nur einmal das Geld haben werden, entweder als Erlös bei der Lizenzversteigerung oder die Unternehmen haben es bei einer 100%-Versorgung, auch den letzten Bauernhof dann zu versorgen, irgendwo weit draußen in der Fläche. Das sind enorme Kosten. Und wir haben ja schon etwas Vorsorge getroffen. Wir haben bisher in über 650 Projekte 320.000 Kilometer Glasfaser in Auftrag gegeben, und da wird schon gebaut. Und zu Recht hat die Bundesnetzagentur gesagt, 5G ist die Hochzeit von Glasfaser und Mobilfunk, weil wir diese 5G-Ausstattung nur hinbekommen, wenn auch überall Glasfaser ist. Also wird es die spannende Frage sein, wie organisieren wir diese Vergabe? Ich will zu dem Anlass kommen, den die FDP genommen hat für diese Aktuelle Stunde, diese Open-Signal-Studie. Dazu hat auch der Kollege Moors schon gesagt, wie dünn diese Datenbasis ist, weil bislang sind die Grunddaten dieser Studie nicht offengelegt. Ich stelle dagegen die Herzog-Studie. Ich habe hier im Plenum die bereits existierende App der Bundesnetzagentur genommen und eben als jetzt überschaubare Zahl von interessierten Kolleginnen und Kollegen da ist, mal nachgemessen. Ich komme auf weit über 250 Mbit LTE. Als vorher die Abstimmung war und viele Kolleginnen und Kollegen hier waren und sich in der digitalen Welt bewegt haben, war ich bei etwa 100 Mbit. Das heißt, alleine die Frage, wenn viele das Medium nutzen, zeigt diese von Ihnen als Kronzeuge angeführte App und Studie natürlich eine geringe Datendurchsatz. Deswegen ist das nicht das geeignete Instrument, festzustellen, was geht und was nicht geht. Ich will zwei Dinge noch klarstellen, weil es mich einfach ärgert, wenn im Ausschuss ausführlich berichtet worden ist und hier dann Dinge erzählt werden, die so nicht stimmen. Frau Kollegin Domscheit-Berg, die Bundesnetzagentur lässt es nicht nur zu, sie hat auch klar gesagt, sie wünscht es natürlich, dass die Betreiber ihre Infrastruktur gemeinsam nutzen, National Sharing machen, weil es natürlich volkswirtschaftlich auch Unsinn ist, wenn wir alle 800 Meter drei Mobilfunkmasten oder andere Technik hinstellen, sondern wenn die das gemeinsam nutzen und sich an das Wettbewerbsrecht halten, ist das allemal
eine gute Sache. Und Herr Kammann, auch zu Ihnen, lesen Sie es nach. Natürlich kann die Bundesnetzagentur Sanktionen vornehmen. Sie haben uns nur gebeten, es etwas besser zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss. Ich habe mal nachgeschaut, wie umfangreich die Koalitionsverträge der letzten Regierungen waren. 2009 eine knappe Seite zum Thema Digitalisierung. 2013 immerhin schon 3 Seiten. Und dieser, wie ich hoffe, am Sonntag dann beständige Koalitionsvertrag hat alleine 12 Seiten zum Thema Digitalisierung. Das zeigt, die zukünftige Regierung ist auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Der letzte Redner in der Aktuellen Stunde ist der